Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man ein cooles Picknick bauen kann. Und das erste, was ihr dafür tun müsst, ist erstmal einen Ort finden, wo ihr das dann machen wollt. Und ich habe mich jetzt mal für diese kleine Wiese hier entschieden, direkt an einem See. Und wir haben auch ein paar Bäumchen, das ist ziemlich cool. Und ich würde sagen, hier kann man auf jeden Fall cool ein Picknick machen. Und das erste, was ihr dann macht, ist, ihr überlegt euch, welche Farben ihr benutzen wollt. Und zwar nehmen wir dafür Wolle. Ich habe mich in diesem Fall für Weiß und Rot entschieden, damit wir so eine karierte Decke machen können. Aber wie gesagt, die Farben sind ganz euch überlassen. Was wir dann machen, ist, wir platzieren hier erstmal ein paar Blöcke und überlegen uns, wie groß wir das Ganze machen wollen. Ich würde sagen, wir machen das ungefähr so groß oder noch ein bisschen größer vielleicht, so. Und dann machen wir es, wie gesagt, kariert, deswegen habe ich jetzt hier ein paar Blöcke ausgelassen. Die tauschen wir jetzt aus mit Wolle. So, dann müsst ihr euch eben überlegen, wie groß ihr das machen wollt. Ich mache es jetzt hier nochmal ein bisschen größer, wobei das ist fast zu groß, ich mache es doch ein bisschen kleiner. Machen wir mal so und den vielleicht noch weg und vielleicht den da wieder hin und den doch wieder hin, so. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, und ich würde sagen, so groß kann man dann ungefähr die Picknickdecke machen. Könnt ihr auch gerne nachbauen. Und das nächste, was wir dann machen, ist, wir benutzen quasi Falltüren, und zwar Eichenfalltüren, und machen daraus einen Korb. Und zwar platzieren wir dafür hierhin eine Falltür. Hier soll dann später der Kopf stehen. Dann platzieren wir einmal drumherum Falltüren, die wir hochklappen. Und dann sieht das so aus, als wäre das so ein kleiner Korb. Beziehungsweise, wenn ihr möchtet, könnt ihr den auch größer bauen. Dann macht ihr hier einfach zwei Falltüren nebeneinander. Macht dann da nochmal drumherum Falltüren und dann habt ihr einen größeren Korb. Und ihr könnt auch einen Deckel draufsetzen, wenn ihr möchtet. Einfach dann Shift-Rechtsklick auf die untere Falltür quasi. Und dann habt ihr auch einen Deckel auf eurem Korb. Den lasse ich jetzt aber mal weg, weil ich finde das eigentlich so am besten. Und was man dann noch machen kann, ist daneben eine Laterne stellen. Dann hat man nämlich auch im Dunkeln quasi noch ein bisschen Licht. Und das sieht dann so aus, als hätte man die mitgebracht oder sowas. Eigentlich auch ziemlich cool. Und was natürlich auch nicht fehlen darf bei einem Picknick, ist der Kuchen. Den stellen wir hier auch mal auf die Decke mit drauf. Und dann haben wir eigentlich schon die Decke soweit fertig. Was man jetzt natürlich auch noch machen könnte, ist, dass man Blumentöpfe nimmt. So, das könnten dann quasi so ja, Gläser sein oder ja, Becher vielleicht. Die könnte man dann auch noch daneben stellen. Lasse ich jetzt auch in diesem Fall mal so. Und was wir dann noch machen ist, wir benutzen Teppiche, denn Teppiche sind ein kleines bisschen höher als normale Blöcke. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich den da hinsetze. Seht ihr, dass er so ein ganz kleines bisschen größer ist. Und das machen wir uns zunutze, indem wir hier einfach so ein paar Teppiche nochmal hinstellen. Und dann sieht es nämlich von weiter weg ein bisschen so aus, als wäre das so unterschiedlich hoch, die Decke. Und das ist ja bei Decken meistens so, dass sie nicht ganz gerade sind. Und so hat man dann nochmal einen kleinen coolen Extra-Effekt, der auch ziemlich nice aussieht. Und was wir dann auch noch machen können, ist, wir bauen hier noch eine kleine Bank hin. Und zwar benutzen wir dafür einfach zwei Stufen, die wir nebeneinander stellen. Und platzieren dann links und rechts jeweils als Armlehne quasi nochmal Schilder dran. Dann haben wir hier noch so eine kleine Bank neben unserer Picknickdecke. Und die ist jetzt eigentlich soweit fertig. Was man natürlich auch noch machen kann, zum Beispiel an einem Strand, ist, dass man noch ein Lagerfeuer dazu stellt. Das dann so irgendwie beim Sonnenuntergang noch brennt. Natürlich ein bisschen weiter weg von der Decke, nicht dass sie aus Versehen kaputt geht. Und was ich hier noch gemacht habe, ist, dass hier so ein großer Baum ist. Und zwar kann man das auch quasi erzwingen, dass der Baum so groß wird. Das zeige ich euch auch mal. Dafür braucht ihr nämlich einmal so ein Setzling und dann eine Blume und Gras und natürlich Bohnenmehl, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Und zwar platziert ihr dafür einen Block quasi. Und neben diesem Block kommt dann der Setzling. Und da oben auf diesem Block drauf kommt dann nochmal eine Rose. Und dann könnt ihr einfach mit Bohnenmehl Rechtsklick dagegen machen, bis er dann irgendwann mal wächst. Mal gucken, wie lange der braucht. So, der will irgendwie nicht. Ich mache hier nochmal ein bisschen die Blöcke drumherum weg. Vielleicht will er dann. Okay, der Baum will jetzt nicht wachsen, aber auf jeden Fall. Ich versuche es hier nochmal. Aber so ist es auf jeden Fall so, dass ihr dann den Baum direkt auf ganz groß bekommt und nicht so normal quasi. Mal gucken, ob er hier wachsen will. Komm, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Wachse. Irgendwie sind die Bäume hier alle... Ah, okay, jetzt geht's. Und hier seht ihr schon, der Baum ist ein bisschen größer und hat noch so extra Äste und ich finde, sowas sieht immer cool aus. Natürlich kann man dann auch so große Bäume hier bekommen, was nochmal richtig nice ist und sieht eben ganz cool aus. Der wirft jetzt so ein bisschen Schatten noch hier drauf auf unser kleines Picknick und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ihr könnt das vielleicht in eurer Welt irgendwo nochmal cool hinbauen. Und wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, schreibt gerne mal ein Hashtag Picknick in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Haut rein und ciao, ciao.